Herzlich willkommen, alle, die zugeschaltet sind bei diesem Webinar von Espen. Das war sicherlich völlig anders geplant. Denn nach jeder jährlichen Mitgliederversammlung, die wir gerade hier abgehalten haben, zusammen mit dem Vorstand des Freundeskreises, ist eigentlich das Sommerfest geplant. Und das Sommerfest hat immer einen ganz besonderen Gast. Die werden wir auch heute, den Gast oder die Dame, die uns heute Abend Rede und Antwort stehen will, werde ich gleich vorstellen. Also es hat sich etwas geändert. Wir werden heute eine virtuelle Veranstaltung mit Ihnen durchführen. Ich freue mich und kann dazu sehr herzlich begrüßen Dr. Karen Donfried, die uns aus Washington zugeschaltet ist. Karen, so good to have you. It's extraordinary times, but it made it possible because with Zoom you can build bridges. And bridges, GMF is a bridge builder, Espen is a bridge builder, and in so far I am very lucky and we are very happy to have you here tonight. Zurück zu Deutsch. Wir haben einen Ehrengast heute, mit dem wir zusammen das Thema Transatlantik besprechen wollen. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es nicht nur wichtig, dass wir auch über den Atlantik gucken, was sich dort tut, sondern auch, wie unsere beiden Länder mit der Corona-Krise umgegangen sind. Und ich freue mich, dass wir dazu eine kompetente und uns als Partner sehr verbundene Gesprächspartnerin gewinnen konnten. Ich bin sicher, wir werden das nächste Sommerfest wieder unter Live-Bedingungen nachholen können und freue mich schon heute darauf, dass wir im nächsten Jahr wieder hoffentlich in der Remise der Mendelssohn-Gesellschaft versammelt sein werden. Aber jetzt auch zu unseren anderen Gästen, die zugeschaltet sind. Ich habe mir die Gästeliste zugesehen und sie ist ein Who is Who der transatlantischen Community. Karen und ich haben festgestellt, es sind viele Freunde von uns mit dabei, Botschafter, Mitglieder des Parlaments, Thinktanker und all denjenigen, denen an guten Beziehungen zwischen Deutschland, Europa und Amerika gelegen ist. Und insofern, glaube ich, haben wir heute eine gute Gelegenheit und eine Plattform, auf der wir die Fragen, die uns alle beschäftigen, miteinander diskutieren können. Aber zunächst einmal darf ich für diejenigen, die Karen Donfried nicht kennen, sie ganz kurz vorstellen. Sie ist Präsidentin des renommierten, international bekannten German Marshall Fund, gegründet mit einer Finanzzuwendung quasi als Antwort auf die Marshall-Planhilfe Amerikas in den USA, die sich mit weltweiten, aber vor allem auch europäischen und deutschen Fragen und Beziehungen beschäftigt. Sie ist nicht nur an Deutschland und Europa interessiert. Sie hat in München studiert, ihren Bachelor dort gemacht. Sie hat an der Tufts University dann ihren Doktor gemacht und hat später an verschiedenen Stellen im Kongress, im Weißen Haus als Europadirektorin innerhalb des National Security Council, im Planungsstab des State Department und in der strategischen Unit der Nachrichtendienstorganisation und Kontrollstelle gearbeitet. Sie ist wie keine andere kompetent, was Deutschland und Amerika anbetrifft. Und wir freuen uns, dass wir heute von dir eine Einschätzung dazu erhalten können, wie du augenblicklich die transatlantischen Beziehungen beurteilst und darüber hinaus, wie die letzten Monate, das heißt Covid-19 und die Pandemie, sich auf diese Beziehung ausgewirkt haben. Deshalb gleich meine erste Frage. Ich möchte dich gerne fragen, inwieweit Covid-19 sich auf die Stabilität, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und unsere wechselseitige Beziehung ausgewirkt hat. Manche sagen, die Gräben sind dadurch noch vertieft worden, auch durch die unterschiedlichen Reaktionen und Verhaltensweisen auf Covid-19. Andere sagen, es ist ein Wake-up-Call für beide und daraus kann auch etwas Neues, etwas Besseres und wieder Gutes entstehen. Your take, bitte. Also vielen Dank, Rüdiger. Und an allen viele Grüße aus Washington. Es freut mich sehr, bei dem Espen Sommerfest dabei zu sein. Also Hochdeutsch geht einigermaßen, wie Rudi sagte. Ich habe auch in München studiert. Bayerisch geht überhaupt nicht. Aber mal gucken, ob ich immer die richtigen Wörter finde. Wenn Rüdiger Lenz lädt ein, muss man natürlich zusagen. Und ich weiß auch, dass das Rüdigers letzte Sommerfest als Executive Director sein wird. Und wir werden alle Rudi vermissen. Aber dass Dr. Stormy Annika Mildner die Nachfolgerin von Rudi sein wird, ist ja wunderbar.
Und ich gratuliere Stormy ganz herzlich. Und ich gratuliere auch Aspen Berlin. Also jetzt, wenn man über Deutschland, Europa, Amerika in Zeiten von Corona spricht, ist das nicht so ganz einfach. Und ich denke zuerst, dass was wir am Anfang mit der Corona-Krise gesehen haben, ist, wie die Krise Trends gestärkt hat, die schon erkennbar waren. Also hier in Amerika erlebten wir mit Donald Trumps Wahl diese America First-Richtung seiner Administration. Und jetzt, nach 3, 4 Jahren von Streitpunkten über Verteidigungsausgaben und Handelsfragen, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen Amerikas zu Deutschland, sehen wir, wie Alleingänge in der Corona-Krise zu erneuten Spannungen führten. Am Anfang dieser Krise dachten wir allen an uns selbst zuerst. Das ist vielleicht nicht überraschend, aber es ist bemerkenswert. Wir sahen Exportblockaden, medizinische Güter, Einreisestopps und Grenzschließungen. Aber über die letzten Monate haben wir auch vielleicht gesehen, dass die Corona-Krise auch eine Chance für die transatlantische Beziehung sein könnte. Das ist vielleicht weniger sichtbar, aber Wolfgang Ischinger und ich haben das sogar behauptet, als wir einen Artikel im Foreign Affairs darüber geschrieben haben. Wolfgang und ich sind Co-Chairs von einem transatlantischen Taskforce und viele Ideen in diesem Artikel in Foreign Affairs stammten aus Diskussionen im Rahmen von diesem Taskforce. Um ein Beispiel zu nennen, die USA und Europa sollten ihre Definition von nationaler und internationaler Sicherheit um den Schutz der öffentlichen Gesundheit erweitern. Dadurch sollten auch die Fähigkeiten der NATO gestärkt werden, mit Blick auf den durch Covid-19 entstandenen gemeinsamen Bedarf an medizinischen Gütern, könnte das Bündnis durch den Aufbau dauerhafter gemeinsamer Bestände zusätzliche Hilfen bereitstellen. Dies würde nicht nur das transatlantische Sicherheitsbündnis stärken, sondern auch die Relevanz der NATO im 21. Jahrhundert unterstreichen. Sie könnte beweisen, dass sie ihre Mitglieder von einer großen Brandweite existenzieller Bedrohungen schützen kann, sei das nuklearen Risiko und sei das russische Aggression oder eben auch Pandemien. Also insofern sehe ich wirklich zwei Seiten von dieser Medaille, von der Corona-Krise. Auch wenn heute transatlantische Solidarität unter Druck steht, sollten wir Schritte nehmen, die Krise als Katalysator benutzen, um gemeinsame Lösungen für die Bedrohungen durch die Pandemie zu finden. Ich versuche, diese Seite der Medaille zu stärken, die die transatlantische Zusammenarbeit begünstigt. Vielen Dank, Karen, für diese erste positive Einschätzung, sozusagen das Glas ist halb voll. Nun sagen natürlich auch viele, die Pandemie hat dazu beigetragen, und du hast es selbst schon erwähnt, dass man sich zunächst auf sich selbst und den eigenen Schutz und die eigene Sicherstellung von Gesundheitsgütern, die zum Schutz der eigenen Bevölkerung waren, sehr stark konzentriert hat. Das ist aber nur der erste Schritt. Viele denken darüber nach, dass bestimmte Industriezweige wieder aus dem Ausland zurückgeführt werden sollen. In Amerika heißt das Reshoring, dass praktisch Industrien, die jetzt nur in China produzieren oder in anderen asiatischen Ländern zurückgeholt werden. Auch in Deutschland, in Europa gibt es diese Überlegung. Müssen wir damit befürchten, dass der Multilateralismus, dass auch die Globalisierung und Free Trade Schaden nehmen durch diese Rückbesinnung auf nationale Entities. Ist das eine Gefahr? Das ist ganz sicher eine Gefahr. Und ich glaube, wir sehen da auch ein Beispiel davon, dass Trends, die schon vorher zu sehen waren, wurden durch diese Krise noch stärker gemacht. Diese Trend gegen Globalisierung, diese Trend gegen Multilateralismus sahen wir ganz klar in meinem Land. Und
das wird auch durch diese Krise für vielen auch gestärkt. Aber gerade im transatlantischen Bündnis, glaube ich, müssen wir versuchen, das Argument zu machen, dass diesen Supply Chains aus China nach Amerika zu bringen, wir sollen auch transatlantisch drüber denken, dass wir das mit unseren Verbündeten zusammen machen sollen. Wir sehen auch, was für eine Auswirkung das auf diese Debatte über 5G hat. Dass jetzt viele Europäer denken, möchten wir wirklich von China über Huawei für unsere Technologie abhängig werden? Ich glaube, es gibt da ganz sicher schwierige Themen für uns zu diskutieren, aber es gibt doch auch Chancen, das Argument zu machen, dass wir eigentlich näher im transatlantischen Bündnis zusammenarbeiten sollten, weil dadurch sind wir auch stärker. Lass uns bitte bei dem Thema China gerade bleiben. Du hast es ja schon angesprochen, Huawei, 5G, die Frage der Abhängigkeit auch von China in verschiedenen Technologiebereichen. Nun hat ja Präsident Trump China sozusagen nicht nur als Verursacher der Pandemie erkannt und gegeißelt und versucht, China da an den Pranger zu stellen, sondern er betreibt ja auch eine sehr aggressive Anti-Handelspolitik gegenüber China. Und nicht nur das. Droht uns hier möglicherweise, und du hast es anklingen lassen, so nach dem Motto, ihr Europäer seid sehr viel besser aufgehoben, wenn ihr enger mit Amerika zusammenarbeitet, aber dann bitte gebt einen Teil eures Handels und eurer engen Beziehung zu China ab. Heißt das, wir werden möglicherweise vor die Frage gestellt werden, uns für Amerika und gegen China zu entscheiden? Das ist zumindest die Befürchtung vieler hier in Europa. Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung für Europa. Und ich glaube, viele Europa meinen, dass die jetzige Administration möchte, dass Europäer diese Wahl treffen. Ich habe mit Interesse Matthias Döpfners Artikel im Handelsblatt gelesen, als er das Argument gemacht hat, dass Deutschland Amerika wählen soll. Ich weiß und ich meine nicht, dass die Mehrheit der Deutschen das unterstützen. Aber ich glaube, diese Debatte ist eine sehr wichtige. Was man jetzt in Amerika sieht, ist, dass es eine überparteiliche Konsens gibt, dass wir Amerikaner zu optimistisch gegenüber China waren. Viele haben gedacht, dass wenn China Mitglieder vom WTO wird und anderer Organisationen, wenn China wirtschaftlich erfolgreicher wird, dann wird China ein Teil dieser Rules-Based Community sein werden. Aber jetzt gibt es große Skepsis in Amerika, dass China eigentlich dieses System annähert, sondern dass China eine oder die größte Herausforderung für die liberale demokratische Modell gibt. Und insofern gibt es diese überparteiliche Meinung, dass man viel strenger gegenüber China Politik machen muss. Ich glaube, Europa möchte nicht diese Wahl treffen, China oder Amerika. Aber wir haben auch gestern gesehen, als die EU von der Leyen und Charles Michel ihr Gipfel mit China hatten. Und da sahen wir auch, dass Europa ganz klar gesagt hat, China muss mehr im Bereich Handel und Investitionen machen, dass wir wirklich ein faires Handel- und Investitionsverhältnis zwischen Europa und China haben. Und insofern glaube ich, dass Amerikaner und Europäer sehen die gleichen Herausforderungen mit China und müssen viel mehr zusammen darüber nachdenken, was für eine Politik wir gegenüber China folgen möchten. Liebe Karen, ich höre dieses Plädoyer für eine abgestimmte, koordinierte, gemeinsame Politik sehr wohl. Nur mir fehlt der Glaube, weil es hier auch um eine Person geht und die heißt Präsident Trump. Wenn wir eine abgestimmte China-Politik haben wollen, dann gehören Partner dazu, die aufeinander zugehen und diese Politik gemeinsam koordinieren. Und wenn man die Wahlrede von Präsident Trump gerade in Tulsa gehört hat, dann war das Europe and German Bashing. Wo ist da die Anerkennung Europas als Partner? Als ein Partner, der als gleichberechtigt, als notwendig und als konstruktiv gesehen wird in einer gemeinsamen Gestaltung der Zukunft und der Politik. Das ist, glaube ich, das Kernproblem, was vor allen Dingen wir Deutsche augenblicklich
zumindest mit dem Weißen Haus haben, nicht mit denen, die Europa und uns wohlgesonnen sind. Ja, ich glaube, es gibt auch ein anderes Kernproblem für Deutschland und für Europa. Und das ist, ob die Mitgliedstaaten der EU einen Blick auf China haben, ob sie eine Einstellung vertreten. Weil ich glaube, es gibt wichtige Unterschiede innerhalb der Europäischen Union. Und ich glaube, das ist vielleicht die erste Aufgabe für Europa. Was heißt eine europäische Politik gegenüber China? Und ich glaube, erst nachdem man diese Frage beantwortet hat, kann man dann sagen, was wäre eine transatlantische Politik? Aber ich sehe, es gibt da noch unterschiedliche Perspektiven innerhalb dieser Europäischen Union. Welche Chance, du verfolgst nicht nur europäische Politik, sondern mit eurem Brussels Forum mischt ihr euch ja nicht nur ein, sondern ihr seid auch sozusagen aktiver Partner in der Gestaltung europäischer Politik und habt gerade über Tage hinweg und Wochen jetzt dieses Brussels Forum sozusagen als virtuelle Serie aufgelegt. Wie siehst du denn die Chancen, dass Europa sich auf diesem Sektor einigen kann? Der Gipfel für September ist gerade abgesagt worden. Wir stehen unter Zeitdruck. Gibt es eine realistische Chance, dass Europa sich auf diesem Sektor unter den strategischen Herausforderungen, unter denen wir stehen, Amerika annähern könnte? Ja, also erstens glaube ich doch, dass Europa sich einigen kann, wenn Europa das will. Ich glaube, wir haben wirklich da Fortschritte gesehen, dass Europa ein gemeinsames Bild von China sieht. Die zweite Frage, ob Europa und Amerika eine kooperierende Einstellung gegenüber China haben können, das kommt auf vielen Faktoren an. Sie sagten, es ist jetzt sehr schwierig mit dem Weißen Haus, weil viele Deutschen meinen, dass Präsident Trump einen neuen Kalten Krieg mit China führen möchte. Und die Europäer wollen das nicht. Die Europäer wollen eine Mischung von Kooperation und Krisenmanagement mit China machen. Ich glaube, es gibt viele interessante Gespräche zwischen Abgeordneten in Deutschland, in Europa und Abgeordneten hier in Amerika von beiden Seiten, wo man auch was bilden kann. Ich glaube, es gibt interessante Gespräche in Bezug auf den digitalen Bereich, wie das weitergehen sollte. Aber es gibt unheimlich viele Herausforderungen auch. Und ich glaube, wir müssen einfach sehen. Es ist klar, dass Präsident Trump eine transaktionelle Beziehung zu Europa hat. Er sieht, was er will. Und wenn er das kriegt, dann kann man was zusammen machen. Und wenn nicht, dann gerät man sehr schnell in Schwierigkeiten. Keiner weiß, wenn er wieder gewinnt, wie das in eine zweite Trump-Regierung aussehen würde. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, dass auch die Demokraten sehr kritisch gegenüber China stehen. Und ich glaube, Stil von einem Joe Biden wäre ganz anders als Donald Trump. Aber man müsste immer noch sehr ernste Gespräche führen. Wie sehen wir China? Wie sehen wir unser zukünftiges Verhältnis zu China? Und was sind Wege für Amerikaner und Europäer, zusammen eine gemeinsame Politik zu bilden? Und ich glaube, das kann man nicht theoretisch machen, sondern man muss das wirklich durch Gespräche und durch Handeln machen. Eine letzte Frage zu China, und dann würde ich auch gerne nochmal auf die europäischen und deutsch-amerikanischen Verhältnisse kommen. China ist ja nicht nur eine konkurrierende Wirtschaftsmacht und eine Macht, die sich ja auch militärisch in Asien stark ausdehnt. Es ist ja auch ein konkurrierendes Gesellschaftsmodell. Und das haben wir gerade in der Corona-Krise sehr deutlich erfahren, wo quasi der chinesische Lockdown von vielen hier sogar im Westen quasi als Vorbild empfunden worden ist. Seht her, die schaffen das mit diktatorischen Maßnahmen. Und insofern die Frage an uns als offene, liberale, westliche, demokratische Ordnung gegenüber einer geschlossenen und autokratischen Gesellschaft. Stehen wir hier auch in einer Auseinandersetzung und können wir diese Auseinandersetzung vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade erlebt haben, auch positiv bestehen?
Ja, ich glaube, das ist ganz richtig, dass die große Herausforderung ist diese gesellschaftliche. Und meinen wir, dass unsere Demokratien was für alle unser Bürger gut machen kann? Oder sehen wir, dass China ein besseres Modell darstellt? Und ich meine immer noch, dass Demokratie, auch wenn das nicht immer sehr, oder wenn das oft sehr messy ist, so sagen wir es, dass das ist die Gesellschaft, die ich wählen würde. Und wir sehen jetzt mit dieser Corona-Krise, dass mein Land große Schwierigkeiten hat, damit zurechtzukommen. Wenn man die Zahlen jetzt in Europa und Amerika sieht, das ist wirklich erstaunlich, wie viele Fälle von Corona wir noch hier im Land haben. Und man vermutet, dass wir noch schlimmer werden. Und da könnte man sagen, ach Mensch, China macht das viel besser als Amerika. Aber dann schaut man Deutschland an und wie wirklich wie gut Deutschland damit zurechtgekommen ist oder Südkorea. Man sieht dann auch wirklich ganz glänzende Beispiele von Demokratien und wie sie mit dieser Krise umgegangen sind. Und neulich haben wir auch viele Proteste hier in Amerika gegenüber Polizeigewalt und rassistische Verhältnisse in Amerika. Und wir wissen nicht, wie das ausgehen wird, aber es ist doch bedeutend, dass wir in einer Demokratie leben, wo Amerikaner auf unsere Straßen gehen können und sagen, wir wollen das nicht. Und das ist für unser Bürger, die Entscheidung zu treffen, in was für eine Gesellschaft sie leben müssen. Aber ich glaube, das ist wirklich die große Frage jetzt unserer Zeit. Wir sind ja eben schon auf unterschiedliche Gesellschaftsordnungen gekommen und haben über China als ein alternatives, quasi alternatives Gesellschaftsmodell gesprochen. Aber was ist mit der Frage der Wertebasis zwischen unseren beiden Ländern? Die Wertebasis war etwas, was uns immer verbunden hat. Jeder hat davon gesprochen, viele haben es auch gelebt. Das war die Bekenntnis zu einer offenen, liberalen, toleranten Demokratie. Und hier beginnen viele und vor allen Dingen auch durch die Ereignisse der letzten Wochen, Rassenunruhen, Floyd als Stichwort und die beginnende konfrontative das Auseinanderklaffen der amerikanischen Gesellschaft, was uns, glaube ich, als Deutsche und vor allen Dingen hier in Berlin, die ja eine sehr amerikanisch affine Stadt ist, bedrückt, besorgt macht. Wie können wir diese Werte und diese Basis wiederfinden, wenn in Amerika die Gesellschaft auseinanderfällt? Ja. Ja, und ich wollte auch vorher sagen, dass ich möchte nicht wirklich eine Pollyannische sein. Ach, transatlantische Zusammenarbeit, das müssen wir ohne weiteres weitermachen. Ich sehe schon die vielen Probleme und Herausforderungen und wie schwierig es zu dieser Zeit ist. Aber du sprichst jetzt von Werten. Und ich glaube, die Werten, die immer Grundlage für diese Beziehungen waren, sind immer noch bedeutend. Und ich meine, dass die Mehrheit der Amerikaner stehen dafür. Und es ist ganz interessant, ich habe gestern wieder eine Meinungsumfrage nachgeschaut und das stammt vom 17. und 18. Juni, Harvard-Harris Poll. Und da sagen die, dass 60% von Amerikanern die Police, sie haben eine favorable view und 55% von Amerikanern, das sind eigentlich Amerikaner, das sind registered voters, registrierte Wähler, sagen Black Lives Matters, finden sie auch wichtig. Und man sieht, dass mein Land jetzt hoffentlich mit unserer eigenen Vergangenheit zusammen, sich damit zusammenkommt. Das heißt, was ist das Verhältnis unter Amerikanern? Und wir wissen noch nicht, ob das jetzt einfach Proteste sein werden, aber das wirklich eine Bewegung ist, wo man sieht, dauerhafte Reform und eine erneute Gesellschaft hier bei uns. Und momentan möchte ich das jetzt positiv sehen, weil wenn ich jetzt auf die Straßen von Washington sehe, wer auf diesen Protesten teilnimmt, das ist eine breite Mischung von Amerikanern. Und das wäre schon was Gutes für mein Land. Aber momentan ist das natürlich sehr schwierig. Und das spielt jetzt, wird im November auch natürlich ein wichtiger Wendepunkt
sein. Wir haben jetzt die Herausforderung von Coronavirus, wir haben jetzt eine Herausforderung von, was für eine Gesellschaft möchten Amerikaner haben. Und das wird jetzt wirklich Streitpunkte hier in meinem Land sein. Lass mich da bitte eine Nachfrage stellen, die sich für mich auch so durch das Zuschauen ergeben hat. Die Proteste auf den Straßen werden hier sehr aufmerksam verfolgt. Und auch dieser demokratische Prozess, der da eingeleitet worden ist, wird, glaube ich, auch hier sehr positiv beurteilt. Aber viele haben sich gefragt, warum hat der Kongress entweder nur so spät oder gar nicht geantwortet am Anfang? Der Kongress ist ja im Grunde genommen, wenn man so will, das repräsentative Instrument der amerikanischen Politik. Man hatte fast das Gefühl, die würden sich fast rausziehen wollen. Und ich glaube, das hat auch sehr viele hier sehr nachdenklich gemacht. Where is Congress? Ja, das Repräsentantenhaus hat schon was gemacht und hat sogar ein Gesetz vorgelegt über Polizeireform. Aber die Republikaner, die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus, die Republikaner haben die Mehrheit im Senat. Und ich glaube, im Senat ist man da nicht ganz sicher, wie man weitergehen soll. Weil auf der einen Seite wissen Sie, es gibt Wahl jetzt im November, Präsidentwahl, auch Kongresswahlen. Und möchten Sie jetzt mit Trump weitermachen? Und Sie gucken auch die Meinungsumfragen an, wie seine Popularität weitergeht. Aber die Republikaner sind noch mit Trump sehr eng verbunden und meinen auch, dass für die Wahlen, dass sie ihn weiter umarmen müssen. Und deswegen sieht man diesen Unterschied im Repräsentantenhaus und im Senat. Und ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Weil wenn eine Mehrheit von Amerikanern verlangen Änderungen, dann werden sie auch auf den Kongress gucken. Es hat ein anonymer Zuschauer gefragt, eine Frage, die wir vorhin schon mal zum Teil angeschnitten haben, die 2% Verteidigungsbeitrag aus Deutschland. War immer ein Streitpunkt eigentlich von Beginn der Amtszeit von Präsident Trump. Und da steht er auch nicht alleine. Und der anonyme Zuschauer fragt, ob da Trump nicht recht hat. Auch hier in diesem Land wird durchaus ja gesehen, dass Deutschland sich mehr beteiligen soll, kann, sollte. Aber es gibt da bestimmte, sagen wir mal, Widerstände auch innerhalb der Großen Koalition. Wird der Kongress auch weiterhin bestehen, auch wenn es einen Regierungswechsel in Amerika geben sollte, einen Präsidentenwechsel, dass die Deutschen ihren Verpflichtungen hier mehr und besser nachkommen? Auf jeden Fall. Und Trump hat recht zu sagen, dass alle Alliierten im NATO haben eben diese Richtlinien akzeptiert. 2% von ihrem GDP sollten sie für Verteidigung ausgeben. Und das ist auch richtig so. Deutschland hat gesagt, wir stimmen zu, aber wir werden das nicht in diesem Zeitraum erreichen, was in Wales zugesagt wurde. Und insofern, ja, ist es richtig, dass alle NATO-Verbündeten müssen auch richtig für Verteidigung ausgeben. Wie man darüber diskutieren soll, wie transaktionell man das machen möchte, das sind Stilfragen. Und es würde sicher Unterschiede in dem Sinn geben zwischen Trump und Biden. Aber die Demokraten meinen auch, dass alle NATO-Mitglieder, und das heißt auch Deutschland, sollen 2% für ihre Verteidigung ausgeben. Insofern gibt es auch dort eine überparteiliche Konsens. Das hat man auch unter Obama gesehen, unter seinem Verteidigungsminister, Außenminister. Und das wird auch so weitergehen. Und das geht nicht nur über Verteidigungsausgaben, aber das heißt auch, dass Deutschland und Europa Verantwortung für ihre Sicherheit auch übernehmen müssen. Und ich glaube, Deutschland und Europa, sie wollen das auch. Aber ja, das ist klar, wir müssen drüber sprechen. Kevin, bleiben wir mal bei einem weiteren neuralgischen Punkt. Und der neuralgische Punkt heißt Nord Stream 2. Mhm. Da hat es ja schon Sanktionen gegeben, die dazu geführt haben, dass Schiffe abgezogen worden sind, die einem Schweizer Konsortium gehörten und die sozusagen die letzten 100 Kilometer der Pipeline verlegen sollten. Die Deutschen haben sich mit ihrer Entscheidung, mit Russland ein Gasgeschäft abzuschließen, auch innerhalb Europas, nicht unbedingt beliebt gemacht. Das Problem bleibt aber hauptsächlich mit Amerika. Werden wir hier mit einer weiteren härteren Gangart rechnen müssen, auch aus dem Kongress und möglicherweise auch nach einem Wechsel im Weißen Haus?
Ja, es gibt auch ein überparteiliches Konsens in Amerika über Nord Stream 2. Das heißt, dass die Demokraten und die Republikaner meinen, dass es nicht gut ist, wenn Deutschland abhängiger von Energie aus Russland sein wird. Ich glaube, auch Stil wird anders sein, aber es, als Trump jetzt am Samstag eben seine Tulsa Rally gemacht hat und als er darüber gesprochen hat, dass er Truppen aus Deutschland ziehen wird, hatte eben zwei Sachen gesagt. Ich habe das irgendwie auf meinem Schreibtisch. I take soldiers out of countries because they're not treating us properly. And Germany is delinquent. They have not been paying what they are supposed to be paying. Und dann sagte er, we are supposed to protect Germany from Russia, but Germany is paying Russia billions of dollars for energy coming from a pipeline. Wie er das ausdrückt, das ist irgendwie typisch Trump. Aber die Themen, die darunter stehen, das heißt Verteidigungsausgaben und Nord Stream 2, diesen Themen, wo beide Parteien große Probleme haben. Und ich glaube, man muss dann wirklich mit Deutschland dann ein ernsthaftes Gespräch haben. Wie soll das weitergehen? Und es ist auch richtig, dass hier im Kongress es Gesetzgebung gibt, was auch mit dem Thema Nord Stream 2 sich beschäftigt. Die sind wirklich schwierige Themen und es gibt da keine leichte Antworten. Die Frage kam übrigens von Astrid Hamker. Herzlichen Dank für die Frage. Ich komme zur nächsten Frage von Erhard Seeger. Er fragt, ob das Auseinanderbrechen der amerikanischen Gesellschaft nicht auch eine Folge sein könnte des relativ leichtfertigen Umgangs der Administration mit dem Coronavirus. Eine Rolle, die wir als amerikanische Partner spielen müssten, nämlich auch auf die Auswirkungen in Italien, Frankreich und Spanien zu verweisen und unsere Sorge um die Zukunft Amerikas zu artikulieren, wie sie mit dem Coronavirus umgegangen sind. Ist das eine Kritik, die aus europäischer Sicht berechtigt ist? Ja, ich glaube, das ist ganz richtig, dass mehrere Faktoren kommen dazu, um diese Black Lives Matter, die Proteste, die wir jetzt hier haben, erklären. Coronavirus spielt ganz sicher eine Rolle, weil was wir hier ganz klar gesehen haben, ist, dass schwarze Amerikaner viel mehr unter Coronavirus leiden als weiße Amerikaner. Zum Teil hängt das damit zusammen, dass die diese First-Line-Jobs haben, dass sie mehr Risiken annehmen. Aber es hängt auch damit zusammen, dass schwarze Amerikaner ihre Gesundheitsversicherung, ihre Gesundheitslage weniger gut ist, dass sie leiden unter andere medizinische Konditionen. Das heißt, dass wenn man krank mit Covid-19 wird, ist es viel schwieriger, dass man wieder gesund wird. Und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich glaube, es gibt auch andere Faktoren. Ich glaube, wir hatten 8 Jahre lang unser erster schwarzamerikanischer Präsidentin Barack Obama. Und viele Amerikaner wollten meinen, dass wir damit mit unserer Geschichte zurechtgekommen sind. Und dann haben sie ganz klar gesehen, dass das nicht stimmte. Sei das Charlottesville und als Präsident Trump sagte, es gibt gute Leute auf beiden Seiten. Es gab viele Beispiele davon. Und dann George Floyd, als er von diesem Polizist ermordet wurde, hatte so einen Effekt gehabt. Und ich frage viele, die die 60er Jahre erlebt haben, was ist heutzutage anders? Und die meisten sagen zu mir, Karen, zu der Zeit war es wirklich hauptsächlich Schwarzen auf amerikanischen Straßen. Und diese Proteste sehen einfach ganz anders aus. Ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren und man sieht, dass das Land sich geändert hat. Nicht nur mit Coronavirus und was wir dadurch verstanden haben, aber auch andere soziale Änderungen. Frau Isabel von der BMW Foundation hat uns eine, wie ich finde, außerordentlich interessante Nachricht geschickt, die ich gerne so weitergeben möchte. Ich hatte sie schon woanders mal gelesen, aber ich glaube, sie wäre wichtig in Washington zu vertreten, nämlich die, bei einem abgesenkten Bruttosozialprodukt, was auf Deutschland zukommt, werden wir früher oder später die 2% automatisch erreichen. Und damit sind wir aus dem Schneider. Und sie stellt sozusagen die Frage, war nicht von vornherein diese 2% sozusagen eine falsche Mess
Angabe, Messlatte, weil es ja eigentlich um andere Dinge, nämlich um Leistung, um Strategie, um Optionen geht. Ich gebe das nur weiter, weil es ein interessantes Aperçu in dieser Debatte ist. Nee, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn ich sage, es macht was aus, wie viel jedes Land für ihre Verteidigung ausgibt, ich sollte auch dazu fügen, es gibt auch andere Faktoren, die genauso wichtig sind. Es kommt nicht nur auf, wie viel Geld man ausgibt. Es kommt auch darauf an, wofür man das Geld ausgibt. Was zum Beispiel ist the readiness von der deutschen Armee? Es gibt viele Faktoren, die NATO auch misst. Und Hauptsache ist, dass man wirklich alle Faktoren zusammen betrachtet. Aber man kann nicht sagen, dass wie viel man für Verteidigung ausgibt, ist kein Faktor. Und es stimmt, dass wenn Deutschlands Bruttonationalprodukt weniger wird, dann wird man eher 2% erreichen. Und deswegen ist es richtig, dass man sagt, es gibt eine Menge von Faktoren, die wirklich zusammenkommen, um zu sagen, dass wir im Verteidigung und Sicherheitsbereich fähig sind. Karen, wir haben ja schon mehrfach jetzt angesprochen in unserer Debatte, die nicht immer nur Nadelstich, sondern manchmal auch massive antideutsche Rhetorik von Präsident Trump und seine Politik der Androhung oder Durchsetzung von Handelssanktionen, direkt und indirekt, JCPOA, also der Iran-Vertrag und. Das hat immer wieder auch hier zu Debatten geführt über die Frage, sollen wir auf diese Maßnahmen nämlich nicht mit ähnlichen reziproken Gegenmaßnahmen antworten? Und Herr Dr. Eickhoff fragt, sollten wir nicht auf die Sanktionen zum Beispiel dadurch reagieren, dass wir ganz bewusst Huawei einladen, unsere Technologie, 5G-Infrastruktur zu realisieren und für jeden Truppenabzug auf amerikanischer Seite gleichzeitig Geheimdienstmitarbeiter von den USA oder eigene Geheimdienstmitarbeiter ausweisen. Also das ist starker Tobak, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass hier ernsthaft über Gegenmaßnahmen nachgedacht wird. Mhm. Ist dieses Androhung von Gegenmaßnahmen hilfreich? Kann es jemanden wie Trump stoppen? Mhm. Ich glaube, Deutschland soll nicht auf Trump oder auf Amerika reagieren. Deutschland muss selbst entscheiden, was eine richtige Politik für Deutschland ist. Und man muss auch dann handeln. Und ich finde es wirklich interessant, wie unterschiedlich die Reaktionen in Europa auf Donald Trump sind. Wie viele wissen, GMF hat Büros in Berlin, in Paris, in Warschau, in verschiedenen europäischen Staaten. Und vorher war es so, dass ich oft nach Europa gereist bin, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ich war immer davon beeindruckt. Ich steige in Paris auf dem Flieger aus und in Paris sprachen so viele von Strategic Autonomy, strategische Autonomie. Das mit Amerika, es geht nicht weiter. Wir Franzosen haben vielleicht immer über Unabhängigkeit besprochen, aber jetzt machen wir es ernst. Wir können nicht mehr von Amerika abhängig sein, das geht nicht. In Berlin hörte ich öfters eher eine Sprache von strategischer Geduld. Wir müssen einfach warten und absehen, weil wir haben viele Interessen noch mit Amerika und wir möchten einfach schauen, wie das weitergeht. Aber wir müssen auch gucken, dass Europa stärker wird. Dann würde ich nach Warschau gehen und die Polen sagen, Mensch, das ist strategische Autonomie, strategische Geduld. Für uns ist das eine strategische Umarmung von Trump. Und morgen kommt Duda, einige Tage vor seiner Wahl, nach Washington. Und das finde ich auch wirklich bemerkenswert. Wo man sitzt in Europa, da sieht man Trump anders. Und ich glaube, Deutschland und Europa muss wirklich entscheiden, was wollen wir. Wenn Europa meint, Multilateralismus ist für uns lebenswichtig, dann sollten die Europäer versuchen, WTO, WHO, diese Organisationen zu unterstützen, auch wenn die Amerikaner sagen, wir machen nicht mit. Und insofern meine ich, dass das soll keine Reaktion gegen Amerika sein, weil das kann nicht immer sehr konstruktiv werden.
Aber die Deutschen müssen einfach definieren, was sind unsere Interessen und wie können wir am besten diesen Interessen zustande bringen. Nun hat Kanzlerin Merkel ja in ihrer Erklärung zur EU-Präsidentschaft, Ratspräsidentschaft in der vergangenen Woche, den Begriff der Souveränität sehr stark wieder hervorgehoben. Und ich glaube, das passt genau in diesen Kontext. Und hier gibt es eine Frage, die zu dem, was du gerade noch zu China ausgeführt hast, sehr gut passt. Michael von der BMW-Stiftung in Berlin, ich nehme an, es handelt sich um Michael Schäfer, den ehemaligen deutschen Botschafter in Peking. Er sagt, Karen, ich stimme vielem zu, was zu China gesagt worden ist. Aber ich habe große Sorge vor einer Reideologisierung der amerikanischen Außenpolitik. Wenn wir transatlantisch gemeinsam handeln wollen, brauchen wir mehr sachliche Interessenkonvergenzen. Wo sind die und wie siehst du das? Fragt Michael. Ja, also ich glaube, es gibt eigentlich viele Interessen, die wir teilen. Wenn man über Handelspolitik spricht, das kann Forced Transfer of Technology sein. Die Wörter kenne ich alle nicht auf Deutsch. Also im Handelsbereich gibt es einige Themen im Bereich Digitalisierung. Also wenn man sieht, wie China diese digitale Maßnahmen benutzt, um ihre Bevölkerung zu kontrollieren, denke ich, Amerika und Europa teilen wirklich ein Interesse daran, zusammen diese Sachen zu regulieren. Ich weiß, es gibt wichtige Unterschiede zwischen Amerika und Europa, wenn man über Privacy spricht. Aber ich meine, dass diese Unterschiede, wenn wir uns mit China vergleichen, viel niedriger sind. Wenn man jetzt sieht, wie China diese Cyber-Tools benutzt, um zu versuchen, unsere Wahl, eine Auswirkung auf unsere Wahl zu haben, das haben wir auch in Bezug auf einige europäische Länder. Es gibt viele Beispiele, wo wir Interessen teilen. Und ich glaube, jede Seite muss selbst diese Analyse machen und dann gucken, ob wir gemeinsam was machen können und mit welchen Akteuren auf jede Seite man das versuchen konnte. Diese Reideologisierung, ich meine nicht, dass Donald Trump besonders ideologisch ist. Ich glaube, dass er ist ein Dealmaker. Es geht auf Transaktionen. Es gibt Leute in seiner Administration, die ideologisch sind. Aber wie er funktioniert, ist was anders. Und ich glaube, es gibt doch die Möglichkeit, dass man zusammen eine Politik machen könnte. Und ich glaube, wenn Amerika und Europa nicht in diesem Bereich zusammenarbeiten, ist das wirklich sehr schwierig. Wenn man über 5G spricht, die Amerikaner haben da nichts anzubieten. Es ist Nokia und Ericsson, die da Vorreiter sind. Könnte man sich vorstellen, eine transatlantische Politik, um europäische 5G zu unterstützen? Ich weiß nicht, aber die sind die Ideen, die ich meine, sind wertvoll, weiter zu explorieren. Karen, lass uns noch die letzten 10 Minuten ein bisschen in die Zukunft schauen. Die Frage war ja schon mehrfach angeklungen zumindest. Würde sich bei einem Machtwechsel, bei einem Personalwechsel im Weißen Haus etwas grundsätzlich ändern? Du hast schon mehrfach darauf hingewiesen, dass manche Grundlinien bleiben, sich im Stil etwas ändern würde. Dazu passt ganz gut die Frage von Detlef Schwarting, der sagt, die Demokraten werden aber, was Trends anbetrifft, vieles dann ganz anders beurteilen, als es die Republikaner jetzt tun. Die Frage nach einer Trendumkehr vielleicht nach der Abwahl von Trump. Wo könnte sich denn ein Präsident Biden anders aufstellen? Inhaltlich, politisch, strategisch. Du kennst die Situation besser als viele oder die meisten, die augenblicklich die amerikanische Situation beurteilen. Bitte. Ja, ich glaube, in Bezug auf diese transatlantische Beziehung, erstens würde ich sagen, dass die Einstellung von Biden ganz anders ist, weil insofern hat Biden eine Ideologie. Er ist ein Befürworter von einer offenen Gesellschaft, von einer klein-l-liberalen Demokratie, Rule of Law, individuelle Rechten. Und er wird wirklich dafür kämpfen. Ich glaube, die Einstellung als solche ist anders. Ich glaube, auch seine Einstellung gegenüber Europa ist anders. Gestern
hat er ein Event gemacht und es ist mir aufgefallen, er hat was über NATO gesagt. Und er hat gesagt, if I win, the first thing I am going to do is call the leaders of NATO to say that we are back. Und dann hat er was anderes gesagt und dann, if Trump gets elected, there will be no NATO. Ich glaube, die Wichtigkeit von den europäischen Verbündeten sieht Biden ganz anders als Trump. Für Trump ist das, was haben Sie für mich heute gemacht? Deutschland hat nicht 2% von ihrem Bruttonationalprodukt für Verteidigung ausgegeben, dann ziehe ich Truppen zurück. Biden sieht das nicht als was Transaktionelles, sondern das ist wirklich eine lange Beziehung und über Jahre ist das ein gleiches Verhältnis. Es ist nicht, was haben Sie für mich gestern gemacht, sondern man sieht wirklich ein Verhältnis über Jahrzehnten. Und insofern glaube ich, ist das diese Einstellung anders ist. Aber was ich wollte vorher betonen, ist, man soll nicht übersehen, dass es wichtige Themen gibt, wo wir doch andere Einstellungen haben. Und China gibt das da einige Beispiele. Es gibt auch andere Beispiele. Und wir müssen bereit sind, dann ernsthafte Gespräche zu haben, um wirklich zu sehen, ob wir gemeinsam eine Richtung finden können, wo wir beide in diese Richtung steuern. Und ich glaube, das wird nicht einfach sein, aber ich glaube, wenn beide Seiten haben diese Einstellung, dass wir stärker sind, wenn wir zusammenarbeiten, das wird viel ausmachen. Ich würde gerne mit diesem positiven Take enden, aber ich habe noch eine Frage, die ein bisschen in die andere, in die Gegenrichtung geht, nämlich: Sollte Trump Präsident bleiben, was haben wir dann noch gemeinsam und müssen wir uns dann auf einen so starren Transaktionismus einstellen, dass es uns schwerfällt, noch Themen zu finden, bei denen wir gemeinsame Interessen und Partnerschaft als Prinzip des Miteinanders finden können? Ist das die große Gefahr? Ja, ich glaube, keiner weiß ganz genau, was eine zweite Amtszeit für Donald Trump heißen würde. Was wir jetzt neulich oder wieder gelernt haben mit dem Buch von John Bolton, ist, dass sein Ziel während seiner ersten Amtszeit war, wiedergewählt zu werden. In einer zweiten Amtszeit kann er nicht wiedergewählt werden. Dann fragt man sich, was möchte er in dieser zweiten Amtszeit erreichen? Legacy. Legacy. Und was heißt das für Donald Trump? Und das Interessante, wenn man sich überlegt, was heißt es, dass Donald Trump Truppen aus Deutschland abziehen wird, das sagt auch viel über die globale Rolle der Vereinigten Staaten, weil wir alle wissen, dass diese 430.500 Truppen in Deutschland waren auch für die globale Rolle von Amerikas bedeutend, sei es in Nordafrika, sei es im Mittleren Osten, sei es in Afghanistan. Robert O'Brien, sein Nationalsicherheitsberater, sagte, ach ja, wir möchten zum Teil diese Truppen im indopazifischen Region schicken. Aber möchte Donald Trump eigentlich diese globale Amerika darstellen oder möchte er wirklich diese America First Policy doch weiterfolgen? Und ich glaube, er möchte das machen. Und das wird, glaube ich, sehr schwierig im europäischen, amerikanischen Verhältnis sein. Und deswegen meine ich weiter, dass Deutschland, Europa muss selbst definieren, was sie wollen. Was für eine Rolle möchte Deutschland, möchte Europa in dieser Welt spielen? Und wie können sie am besten diese Ziele erreichen? In einigen Bereichen können sie vielleicht auch mit Trump weiter zusammenarbeiten. In anderen wahrscheinlich nicht. Aber diese Selbstdefinierung, ich glaube, ist auch sehr bedeutend. Ist es strategische Autonomie, strategische Geduld, strategische Umarmung? Und wie wird auch Europa zusammenkommen und was für eine Rolle wird Deutschland da spielen? Liebe Karen, es gab viele Fragen, es gab sehr interessante Ausführungen und Antworten von deiner Seite. Du hast auf die globale Rolle hingewiesen und diese globale Rolle Amerikas war ja etwas, was uns die Sicherheit und die Stabilität unseres Kontinents für über 75 Jahre bewahrt und geleistet und ermöglicht hat. Und der German Marshall Fund steht in dieser Tradition und ESPM steht auch in dieser Tradition. Die amerikanische Führungsrolle, die man auch immer wieder neu definieren muss,
zu unterstützen, zu interpretieren und dafür zu werben. Ich wünsche deinem Institut, unserem Institut und unserer Brückenbaufunktion für die Zukunft alles, alles Gute. Ich darf mich herzlich bei dir auch im Namen aller Zuschauer und derjenigen, die mitgemacht haben, des Vorstandes und aller derjenigen, die dir heute mit zuhören durften, bedanken und freue mich auch auf die zukünftige Zusammenarbeit. Wir werden gebraucht, du wirst gebraucht, GMF wird gebraucht und Espen auch. Ich stimme das völlig zu. Ich lade alle Zuhörer ein, um Brussels Forum mitzuerleben, wie Rudi vorher sagte. Unsere Tagung haben wir jetzt wirklich als monatelanges Fest gemacht. Pompeo wird diese Woche noch drankommen. Also sind wir heute da. Aber die Gespräche sind für uns alle sehr wichtig, als wir alle versuchen rauszukriegen, wie es weitergeht. Aber Rüdiger, vielen, vielen Dank auch für alles, was Sie für Aspen Berlin gemacht haben. Das ist alles, was Sie dort kreiert haben. Und vielen Dank für die Einladung heute. Vielen Dank. Super. Danke, Karin. Ciao, ciao. Goodbye. Ciao, ciao. Ciao, Karin. Bye-bye.